So, hallo und herzlich willkommen zu unserem regelmäßigen monatlichen Treffen. Heute wollen wir wieder einmal die Gelegenheit nutzen, uns ein wenig auszutauschen und etwas mehr zu verstehen über die fabelhafte Welt der Kunststoffe. Das heutige Thema unseres Webinars ist die Ästhetik der Polymere und das Aussehen der Oberfläche und somit eine kleine Einführung in die Farbenwelt der Kunststoffe. Wie immer zum Beginn unserer Veranstaltung werfen wir zunächst noch einen Blick auf unser Programm. Mittlerweile haben wir die Reihe der Herbstwebinare bereits zur Hälfte hinter uns gebracht. Begonnen haben wir mit dem Blick ins technische Datenblatt, einem Thema, das sehr technisch und sehr nah an der Projektarbeit ist. Vor 3 Wochen haben wir uns dann mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Die Nachhaltigkeit von thermoplastischen Werkstoffen. Bei diesem Webinar ist sicherlich vieles angesprochen worden, das bereits bekannt ist. Aber wir hoffen, dass wir den Fokus dabei auch auf einige Dinge richten konnten, die man vielleicht nicht so ganz im Auge hatte. Heute nehmen wir uns nun dem Thema Kunststoffe und Design an. Hierbei steht die Farbe und Ästhetik von Polymeren im Mittelpunkt. Wir wollen versuchen aufzuzeigen, wie wir Menschen die Farben erfassen, wie diese bewertet werden und mit welchen speziellen Farbeigenschaften die Kunststoffe uns in der täglichen Arbeit konfrontieren. In knapp 4 Wochen, am 15. Dezember, findet dann das letzte Webinar in diesem Jahr statt. Zum Abschluss der Veranstaltungsreihe betrachten wir nochmals ein Thema, welches sicherlich sehr interessant sein wird und im Kernbereich der Lati-Produkte liegt. Flammgeschützte Compounds, Lösungen und Anwendungen. Dieses Webinar war gleich zu Beginn unserer Rückmelderunde stark gefragt. Wir reden darüber, was es in der Welt der flammgeschützten Kunststoffe Neues gibt und in welche Richtung sich die Produkte und Anwendungen entwickeln. Wir hoffen, mit dieser breiten Themenauswahl einen großen Bereich der verschiedenen Interessen abdecken zu können. Starten wir nun in unser heutiges Thema. So sieht die Sonne aus dem Weltraum aus. Sie ist nicht gelb, sie ist weiß. Ihr Emissionsmaximum liegt im grün-blauen Bereich. Aber sie strahlt so große Mengen aller sichtbaren Wellenlängen ab. Wenn wir sie also ohne die Störung durch die Atmosphäre betrachten könnten, dann würde ihr Licht alle Farbrezeptoren unseres Auges sättigen und sie würde uns vollkommen weiß erscheinen. Das macht Sinn, denn unser Auge hat sich genau so entwickelt, dass es für das Licht der höchsten Emissionswellenlänge der Sonne empfindlich ist. Schauen wir uns nun das Spektrum des Sonnenlichts etwas genauer an. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts entdeckte Isaac Newton, dass weißes Licht in seine farbigen Bestandteile zerfällt, wenn es durch ein Dispersionsprisma fällt. Typische Farben sind von langen zu kurzen Wellenlängen und somit entsprechend von niedrigen zu hohen Farbfrequenzen rot, orange, gelb, grün, blau und violett. Der sichtbare Teil des Lichts ist somit nur ein kleiner Teil des elektromagnetischen Spektrums. Doch wie erfasst nun das menschliche Auge das Licht? Das Licht dringt durch die Hornhaut in das Auge ein und erreicht dann die Pupille, die ihre Größe je nach Intensität verändert. In dunkler Umgebung weitet sie sich auf, in heller Umgebung verengt sie sich. Durch die Pupille gelangt das Licht in die Linse und ihre Form verändert, um die Lichteinstrahlen je nach Entfernung der betrachteten Objekts auf der Netzhaut zu bündeln. Die Zapfen und Stäbchen der Netzhaut absorbieren Licht und senden über den Sehnerv Nachrichten an das Gehirn. Die Stäbchenrezeptoren des Auges, die sich im Maskularbereich der Netzhaut befinden, sind für das Nachtsehen verantwortlich. Die Zapfenrezeptoren, die sich ebenfalls auf der Makula befinden, sind beim Tageslicht aktiv und für das Farbsehen verantwortlich. Es gibt 3 Arten von Farbrezeptoren, die jeweils für Grün, Rot und Blau empfindlich sind.
Das Gehirn wandelt diese Impulse dann in Bilder um. Ausreichende Wellenlängenunterschiede bewirken eine unterschiedliche Wahrnehmung des Farbtons. Der minimal wahrnehmbare Wellenlängenunterschied variiert von etwa einem Nanometer bei den blau-grünen und gelben Wellenlängen bis zu 10 Nanometer und mehr bei den längeren Wellenlängen von Rot und den kürzeren von Blau. Die Forschung zeigt, dass das menschliche Auge etwa 10 Millionen verschiedene Farben unterscheiden kann. Die teilweise höhere Empfindlichkeit in einem gewissen Farbspektrum, welche wir in dieser Grafik sehen, kann vermutlich auf die frühe Entwicklung des Menschen in seiner Umwelt zurückgeführt werden, als es wichtig war, Nahrung zu beschaffen und sich vor Räubern zu verteidigen. Wenn wir nun weitergehen, können wir sehen, welche Faktoren notwendig sind, um die Farbe zu sehen und die Farbe zu messen. Um die Farbe zu sehen, brauchen wir zwingend eine Lichtquelle. Um die Farbe zu messen, wir brauchen das, was als Beleuchtung definiert ist. Die Definition des Leuchtmittels und somit die Quelle des Lichts definiert, welche Messergebnisse wir am Ende erhalten werden. Um die Farbe zu sehen, brauchen wir ein Objekt. Alles, was uns umgibt, können wir beobachten, um sie zu messen. Bevorzugen wir eine physische Probe, also ein Muster. Etwas, das leicht zu handhaben ist. Was wir normalerweise immer verwenden können, sind flache Plättchen mit einer Länge von ein paar Zentimetern auf jeder Seite. Diese Probekörper sind leicht zu handhaben. Dann gibt es, nennen wir es einmal, den Beobachter, um die Farbe zu sehen. Der Beobachter ist nichts anderes als eine Definition, um zu sagen, dass wir das Objekt betrachten. Um die Farbe zu messen, brauchen wir etwas, das ein Standard ist. Ein Auge. Sagen wir eine Referenz, die wir brauchen, um Vergleiche zu machen. Wenn wir sie alle diese Punkte auf mathematische Weise definieren können, sind wir in der Lage, die Farbe zu messen. Wir tun dies mit Hilfe eines internationalen Gremiums mit dem Namen Commission Internationale d'Éclairage, kurz CIE. Dies ist die internationale Behörde für Licht, Beleuchtung, Farbe und Farbräume. Sie nahm diesen Namen im Jahr 1913 an, wurde aber bereits im Jahr 1900 gegründet. Was ist nun eine Lichtquelle? Eine Lichtquelle ist eine physische Lichtquelle. Eine Lichtart ist eine mathematische Darstellung der relativen Energie im Verhältnis zur Wellenlänge, die die spektralen Eigenschaften verschiedener Arten von Lichtquellen darstellt. Es kann Tageslicht sein, es kann eine Glühlampe sein oder es kann eine Neonröhre sein. Wie wir gesehen haben, hat die Sonne eine Energieverteilung, die denn in den verschiedenen Wellenlängen. Für die Glühbirne zeigt diese Grafik zur Energieverteilung einen sehr hohen Anteil im roten Bereich. Und deshalb nennen wir die Glühbirne auch warmes Licht, weil sie einen hohen Rotanteil hat. Das Licht der Neonröhre hat hingegen einen sehr hohen blauen Anteil und wenig Rot. Deshalb empfinden wir dies als kaltes Licht. Dies zum Beispiel ist ein paar unserer Farbblättchen, die wir zur Farbmessung verwenden. Sie haben zwei verschiedene Farben und unter diesem Licht scheinen sie sich sehr zu ähneln. Unter der Neonröhre sehen wir keinen großen Unterschied. Wenn wir die gleichen Blättchen nun unter Tageslicht oder unter das Licht der Glühlampe stellen, dann erscheint uns die Farbe anders. Auch sieht man, dass die linke Platte viel gelber wirkt als die rechte. Diese andere Wahrnehmung wird Metamerie genannt. Das Phänomen Metamerie tritt auf, wenn Farben, die dem Auge unter einem bestimmten Licht identisch erscheinen, bei Beleuchtung mit einem anderen Licht andere Farbtöne aufweisen.
undurchsichtigen Materialien wird der größte Teil des einfallenden Lichts reflektiert. Die Farbe wird in der diffusen Reflexion und der Glanz in der spiegelnden Reflexion gesehen. Spiegelnde Reflexion macht hierbei weniger als 4% des gesamten reflektierten Lichts aus. Die Menge des bei jeder Wellenlänge reflektierenden Lichts kann quantifiziert werden. Dies ist die Spektralkurve der Farbmerkmale des Objekts. Durch die Messung der Reflexionseigenschaften eines Objekts konnte auch das zweite Element der visuellen Beobachtungssituation quantifiziert werden. Es wurden Experimente durchgeführt, um die Fähigkeit des menschlichen Auges zur Farbwahrnehmung zu quantifizieren. Ein Beobachter schaute durch eine Blende mit einem Sichtfeld von 2 Grad auf einen weißen Bildschirm. Die Hälfte des Bildschirms wurde mit einer Testlampe beleuchtet. Der Beobachter stellte die Inzidentität von 3 Primärfarben ein, die sich auf der anderen Hälfte des Bildschirms mischten, bis sie sich mit der Farbe des Tageslichts übereinstimmten. Dieser Vorgang wurde für Testfarben wiederholt, die das gesamte sichtbare Spektrum abdecken. Der CIE-Standardbeobachter ist ein imaginäres menschliches Auge. Da seine Antworten der Durchschnitt der Antworten von Augen ergibt, die frei von Farbfehlern sind und mit Wellenlängen zwischen etwa 380 Nanometern und 760 Nanometern stimuliert werden. Die CIE definiert 2 Sätze von Farbanpassungsfunktionen zur Verwendung als Standardbeobachter. Der erste war der CIE 1931 Standard Colorimetric Observer. Der zweite war der CIE 1964 Supplementary Standard Colorimetric Observer. Der Unterschied beruht auf dem Sichtfeld, das bei der Erfassung der Versuchsdaten verwendet wird. Der CIE 1931 basiert auf Experimenten mit übereinstimmenden Feldern von 2 Grad Winkelabweichung. Die Obergrenze von 2 Grad wurde festgelegt, um das Bild auf die Fovea in jedem Auge eines jeden Betrachters zu beschränken. Die Fovea enthält eine dichte Konzentration von Zapfen und kleinen Stäbchen. Und die Zapfen sind unsere Farbrezeptoren. Daher beschreiben die Farbanpassungsfunktionen für den CIE 1931 das Farbzapfensehen innerhalb der Fovea. Der CIE 1964 Supplementary Standard Colorimetric Observer basiert auf Experimenten mit Anpassungsfeldern von 10 Grad Winkelabweichung. Dieses größere Feld erweiterte das Bild über die Fovea hinaus und sammelte Informationen über das Zapfensehen außerhalb der Fovea. Von den beiden Funktionssätzen für den Standardbeobachter wird empfohlen, den 10-Grad-Funktionssatz zu verwenden, um eine bessere Korrelation mit den durchschnittlichen visuellen Beurteilungen zu erzielen, die mit weiten Sichtfeldern vorgenommen werden, für die meist kommerziellen Anwendungen typisch sind. Die 3 Elemente der visuellen Beobachtungssituation wurden nun als Zahlen modelliert. Die Quelle wird als Lichtquelle quantifiziert und vom Benutzer ausgewählt. Die Quantifizierung des Spektralfotometer verwendet eine Lichtquelle, um die zu messende Probe zu beleuchten. Das vom Objekt reflektierte Licht durchläuft dann einen optischen Filter, der es in ein Spektrum zerlegt.
Das Spektrum fällt auf eine Diodenanordnung, die die Lichtmenge bei jeder Wellenlänge misst. Diese Spektraldaten werden dann an den Prozessor gesendet, wo sie mit den Werten der Datentabelle für die gewählte CIE-Lichtart und den standardmäßigen 2 Grad oder 10 Grad Beobachterstandard multipliziert und dann über die Wellenlängen des sichtbaren Spektrums summiert, um die resultierenden Farbwerte X, Y und Z zu erhalten. Da X, Y, Z-Werte in einem zweidimensionalen Raum nicht leicht als Objektfarbe zu verstehen sind, wurden andere Farbskalen entwickelt. Sie beziehen die Parameter besser darauf, wie wir Farbe wahrnehmen. Somit vereinfachen sie das Verständnis und schaffen Verbesserungen in der Kommunikation von Farbunterschieden. Alle Farben, die visuell wahrgenommen werden können, lassen sich in diesem dreidimensionalen Farbraum LAB abbilden. Der LAB-Farbraum ist ein rechteckiger, dreidimensionaler Farbraum, der auf der Theorie der Gegenfarben beruht. Die L-Achse ist für Helligkeit, wobei Schwarz gleich 0 ist und 100 die Weiß. Die A-Achse ist für Rot-Grün, wobei positive Werte rot sind, negative Werte sind grün und die 0 ist neutral. Und noch die B-Achse für Blau-Gelb. Hierbei sind positive Werte gelb und negative Werte blau. Die 0 ist auch hier wieder neutral. Es ist ein dreidimensionaler Raum definiert, dessen vereinfachte Darstellung Sie nun sehen. Wir wiederholen. A positiv steht für rot und A negativ steht für grün. B positiv steht für gelb und B negativ für blau. Die L-Koordinaten beschreiben die Helligkeit einer Farbe von 0 bis 100. In diesem dreidimensionalen Raum können wir anhand von L, A und B Angaben jede Farbe mit ihren Farbkoordinaten im Raum definieren. Mal sehen, wie wir die Farben vermessen und Unterschiede zwischen den Farben festhalten können. Der akzeptable Farbunterschied variiert je nach Anwendung. Zum Beispiel, was für die Farbanpassung von Autolacken akzeptabel ist, ist fast eine wahrnehmbare Mindestgrenze. Farbunterschiede werden immer als Werte zwischen Probe und Referenz oder Standard berechnet. Wenn Delta L positiv ist, ist die Probe heller als der Standard. Wenn sie negativ ist, wäre sie dunkler als die Referenz. Ist Delta A positiv, ist die Probe röter oder weniger grün als der Standard. Wenn sie negativ wäre, wäre sie grüner oder weniger rot. Ist Delta B positiv, ist die Probe gelber oder weniger blau als der Standard. Im negativen Fall wäre sie blauer oder weniger gelb. Die Toleranzen für die Farbannahme können als dreidimensionaler Raum erfasst werden, wobei das Ergebnis Aufnahme der zulässigen Werte in einem dreidimensionalen Epsiloid ist. Die Toleranzen sind nicht überall im Farbraum gleich und hängen von der Farbe ab. Der Farbraum ist nicht einheitlich. Wenn wir von einem Weiß sprechen, ist der größte Unterschied die L-Koordinate auf der Hell-Dunkel-Achse. Wir werden noch viele Unterschiede bemerken. Nehmen wir ein kleines Beispiel. Das sind 2 Grautöne. Die Differenz im A-Wert zwischen dem einen und dem anderen Farbton ist 0,15. Auf der Toleranzebene kann man normalerweise ein Delta E von 0,4 bis 0,5 erreichen.
Die Farbe auf der rechten Seite erscheint uns etwas rötlicher. Im Gegenteil dazu, bei einer gesättigten Farbe wie Rot, kann es sein, dass die Toleranz für Delta E deutlich größer ist. Ich zeige Ihnen diese beiden Rotfarbtöne, bei denen der Delta E-Wert fast 10-mal so groß ist im Vergleich zum Grau. Die beiden Rotfarbtöne wirken aber praktisch nicht unterscheidbar, weil es sich um eine wirklich gesättigte Farbe handelt. Delta E, Gesamtfarbunterschied, basiert auf den Farbunterschieden von L, A und B und ist die Raumdifferenz zweier Punkte im Farbraum. Die Gleichung liefert uns den Betrag aller Farben und Farbunterschiede. Aber Vorsicht! Gleicher Wert von Delta E kann oft unterschiedliche Farbabweichungen beschreiben. Ein Beispiel. Hier haben wir unsere Farbreferenz und Farbdifferenzen. Zweier produzierte Starschen zu dieser Farbreferenz. Beide Delta E gleich 1, Charge 1 und Charge 2. Wenn ich Charge 1 betrachte, kann ich feststellen, dass deren Farbe sehr ähnlich zur Farbreferenz ist. Ich merke keinen großen Unterschied in den Farben. Charge 2 dagegen erscheint uns von der Farbe her etwas anders. Beide Chargen weisen aber den gleichen Zahlenwert für Delta E gleich 1 auf. Im ersten Fall sind die Farbunterschiede homogen auf allen drei Farbachsen verteilt. Im zweiten Fall ist das Delta E allein durch die größere Abweichung einer einzelnen Koordinate beschrieben. Und die Farbe erscheint uns weiter weg von der Farbreferenz zu sein, verglichen mit dem ersten Fall. Diese Darstellung gibt uns den Hinweis, dass die Farben manchmal anders sein können, als uns die reinen Zahlenwerte vermuten lassen. Der Effekt der erhöhten Oberflächenrauigkeit, Satinierung, lässt die Farbe heller und weniger gesättigt erscheinen. Dies wird durch eine Abnahme der Diffusion, bei der wir die Pigmentfarbe sehen, und einer Zunahme der spiegelnden Reflexion verursacht. Matte und raue Oberflächen erscheinen heller und weniger farbenfroh. Glänzende Oberflächen erscheinen dunkler und farbenfroh. Der Unterschied in der Farbe ist nicht nur auf die Oberflächenbeschaffenheit, sondern auch auf den Farbton zurückzuführen. Vergleichen wir den Farbunterschied der verschiedenen Oberflächen anhand eines Pastelltons. Fällt auf, dass dieser weniger akzentuiert ist. Man kann behaupten, dass diese drei Oberflächen dem Auge praktisch ähnlich sind. Und nicht die Abweichungen aufweisen, wie diese drei schwarzen. Vorhin haben wir die Funktionsweise des Spektralphotometers erklärt. Dies ergänzen wir nun mit einer Beispielmessung. Die Reflexionsmessung liefert uns die prozentualen Beiträge der verschiedenen Wellenlängen der Probe im Vergleich zur Referenz. Die daraus generieren wir eine Spektralkurve aus verschiedenen Wellenlängen aus der Interpolation zwischen den beleuchteten Wellenlängen. Ich wähle den Standardbeobachter oder unsere Farbkoordinaten relativ zum Test und relativ zum Standard unter den verschiedenen Beleuchtungsmitteln aus und erhalte dann die Delta-Werte von hell und dunkel, Delta L. Ebenso die Delta-Werte von Rot und Grün, Delta A, sowie Blau und Gelb, Delta B, und ihre Positionierung im Farbraum im Vergleich zum Standard. Wie wir sehen können, hat die Beleuchtungsquelle einen bedeutenden Einfluss. Unter Sonnenlicht, genannt D65, ist der Delta negativ und somit erscheint die Probe grüner, während unter dem Licht einer Glühbirne A
ein positiver Delta die Probe gelblicher erscheinen lässt. Bei beiden Belichtungsquellen ist die Probe dunkler verglichen mit dem Standard, Delta L. Warum färben wir nun Kunststoffe ein? Der erste, weniger technische Grund besteht darin, dem Benutzer ein Produkt zu präsentieren, das ihn beeindruckt und ihn zu einer Entscheidung veranlasst, bei der er es mit einem gleichwertigen, aber weniger schönen Produkt, wie beispielsweise einem Haushaltsgerät, vorzieht. Der zweite, wesentlich nützlichere Grund ist die Unterscheidung zwischen sehr ähnlichen Teilen, die für unterschiedliche Verwendungszwecke und mit unterschiedlichen Eigenschaften bestimmt sind. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel. Einer unserer Kunden fertigt Bauteile für Airbags, welche die Sprengladung beherbergen. Diese Teile unterscheiden sich je nach Fahrzeug. So ist dieses Bauteil ein völlig anderes in einem Fiat Panda als in einem Porsche. Um Verwechslungen auszuschließen, werden unterschiedliche Farben eingesetzt, welche wir unseren Kunden liefern. Daraus ergibt sich die Frage, warum man Farben klassifizieren sollte. Es geht darum, die Farbe rational zu bezeichnen, anstatt ihr eine objektive Bezeichnung zu geben. Anstelle von "es ist kirschrot und kein Zitronengelb" ist es besser, einen eindeutigen Namen für die Farbe zu vergeben, welcher mit einer Bezeichnung ergänzt werden kann. Um Verwechslungen bei der Farbauswahl auszuschließen, kann man auf verschiedene Kataloge zurückgreifen. Die Vergabe von Nummern für Farben stellen hier die Eindeutigkeit sicher. Hier nun eine kleine Übersicht über die wichtigsten Kataloge. Der RAL-Katalog. Diesen Katalog gibt es seit den 20er Jahren und hat seinen Ursprung in Deutschland. Er ist der am häufigsten verwendete Katalog für den technischen Sektor. Für den industriellen Sektor gibt es weitere Kataloge, wie zum Beispiel den schwedischen NCS-Katalog. Eine Erweiterung des NCS-Farbraums stellt der Pantone-Katalog dar, welcher ebenso gerne für die Gestaltung von Produkten aus Kunststoffen verwendet wird. Seine Hauptanwendung liegt jedoch mehr bei Grafik- und Druckdesign. Viele Firmen bzw. Marken sind durch eine charakteristische Farbe bekannt. So ist es natürlich wichtig, bei Grafik- oder Druckaufträgen diese auch unverfälscht wiederzugeben. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel. Ich weiß nicht, ob jemand in diesem Webinar mit dem Logo von Lati vertraut ist, aber die Farbe von Lati ist in einem Katalog definiert, welche kommuniziert werden muss, wenn sie gedruckt oder dargestellt wird. In diesem Fall ist dieser Farbton durch Pantone 286C definiert. Kommen wir nun zum letzten Teil, in dem es um Farben geht und darum, wie wir Kunststoffe einfärben können. Normalerweise werden Begriffe wie Farbstoffe oder Pigmente gleichbedeutend verwendet. Wir werden mehr ins Detail gehen und sehen, dass es sich um unterschiedliche Stoffe handelt. Es können natürlich vorkommende Farbstoffe oder synthetisch hergestellte Produkte organischer oder anorganischer Natur verwendet werden. Ihre Eigenschaften hängen sowohl von der Art des Polymers ab, in das sie eingebracht werden, als auch von den Eigenschaften, die der mit diesen Polymeren herzustellende Gegenstand aufweisen muss. All diese Produkte fallen in zwei verschiedene Klassen: Farbstoffe und Pigmente. Farbstoffe. Hierbei handelt es sich um intensiv gefärbte oder fluoreszierende organische Stoffe, die einem Substrat durch selektive Absorption von Licht Farbe verleihen. Sie sind löslich und/oder durchlaufen bei ihrer Verwendung einen Prozess, der jegliche kristalline Struktur durch Absorption, Lösung und/oder durch ionische oder kovalente chemische Bindung zerstört.
Die Pigmente sind farbige, schwarze, weiße oder fluoreszierende organische oder anorganische Feststoffe, die in dem Träger oder Substrat, in das sie eingearbeitet sind, unlöslich sind und im Wesentlichen physikalisch oder chemisch nicht beeinflusst werden können. Sie verändern das Aussehen durch selektive Absorption und/oder Lichtstreuung. Die Pigmente sind im Träger dispergiert. Herstellung von Druckfarben, Lacken, Kunststoffen oder anderen polymeren Materialien zum Beispiel. Und behalten während des Färbevorgangs eine kristalline oder partikuläre Struktur. Lassen Sie uns einen kurzen Überblick über die Eigenschaften dieser Stoffe gewinnen und sehen, wie sie eingesetzt werden. Es sei gleich gesagt, dass nicht alle Farbstoffe und Pigmente in allen Polymeren eingesetzt werden können. Was sind die wichtigsten Eigenschaften von Farbstoffen und Pigmenten? Die Farbstärke. Die Farbstärke ist bei Farbstoffen und organischen Pigmenten sehr hoch. Dies bedeutet, dass weniger dieser Stoffe benötigt wird, um ein Polymer einzufärben. Um transparente Kunststoffe einzufärben, werden meist Farbstoffe verwendet. Pigmente müssen für denselben Zweck sehr fein gemahlen werden. Jedoch unterscheidet sich das Resultat. Dies ist ein blauer Farbstoff, welcher in einem Polycarbonat dispergiert und aufschmelzen kann. Man erhält einen schönen Farbton. Dies ist ein organisches Pigment, welches im gleichen Prozentsatz ins Polycarbonat gegeben wurde. Wir können beobachten, dass die Transparenz immer noch gegeben ist und ebenso eine gewisse Farbintensität. Die Transparenz und die Farbstärke bei gleicher Menge an anorganischen Pigmenten sieht im Vergleich dazu schwach aus. Ein ebenso wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist die Thermostabilität. Diese wird hier bei den Farbstoffen als begrenzt angegeben. Soll heißen, es können temperaturbedingte Reaktionen auftreten, welche die Struktur des Polymers und somit die Eigenschaften verändern können. Ganz anders verhält es sich bei anorganischen Pigmenten. Sie werden durch den Prozess nicht abgebaut und schmelzen nicht. Somit liegen sie wie in Anführungszeichen Steine im Polymer. In diesem kleinen Beispiel handelt es sich um ein hochtechnisches Polymer, einem Latex, auch bekannt als PPSU. Dieses Material benötigt eine Verarbeitungstemperatur von 360 Grad. Sie erhalten bei richtiger Verarbeitung eine satte, gelbe Farbe. Dieses Material enthält einen hohen Prozentsatz an Farbstoffen und anorganischen Pigmenten. Die Thermostabilität ist hier jedoch auch begrenzt. So treten Zersetzungen beim Überschreiten der zulässigen Temperaturen auf, welche man an den unschönen Schattierungen sieht. Wir können feststellen, dass es zu unbeabsichtigten Effekten kommen kann. Wenn die Farbstoffkombination ungünstig gewählt wird, kann es unter anderem zu Migration führen. Der Farbstoff entweicht aus dem Material und lagert sich bei Raumtemperatur auf der Oberfläche ab. Es kann ebenso zu Ablagerungen in den Werkzeugen kommen. In beiden Fällen wird dies als Fehler identifiziert. Dies tritt oft bei dem Versuch auf, durch Erhöhung der Farbstoffmenge die gewünschte Farbintensität zu erreichen. Die Kosten waren schon immer eines der Probleme der Farbhersteller. Hier liegt die Spanne von ein paar Euro für organische Pigmente bis zu Hunderten von Euro für Farbstoffe. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Selbst Michelangelo hatte Probleme mit den Farben, die er für seine bekannte Arbeit in der Sixtinischen Kapelle verwendet hatte. Er musste die Farben anmischen mit Pigmenten, die er sich leisten konnte. Dies führte dazu, dass der Himmel, der eigentlich blau sein sollte, eher gräulich erscheint. Als jedoch Michelangelo das jüngste Gericht malte,
konnte er auf hochwertige Pigment zurückgreifen, da der Papst für sie aufkam. Um den Himmel zu gestalten, konnte er Lapislazuli-Pulver direkt einmischen. Dies nur als kleine Anmerkung, um zu verdeutlichen, dass man auch bei den Ausgaben sorgsam sein sollte. Farbgebende Substanzen können einige versteckte Effekte hervorrufen, die sich auf die Eigenschaften des Materials auswirken. So zum Beispiel die mechanischen Eigenschaften oder die Flammwidrigkeit. Es ist also nicht immer zweckdienlich, nur die gewünschte Farbe zu realisieren. Die Anwendung und die geforderten Eigenschaften müssen ebenso berücksichtigt werden. Für gewöhnlich besteht unsere Farbpaketen aus einer Mixtur von Farbstoffen und Pigmenten, welche je nach Anwendung mit den geforderten Eigenschaften in Einklang gebracht werden. Lassen Sie uns dies nochmal am Beispiel eines Materials vertiefen, welches eine gewisse UV-Stabilität aufweisen soll. Wir wissen, dass das Material im Außenbereich Anwendung findet. Deshalb muss getestet werden, ob das Material im Freien lichtbeständig ist. Die Einfärbung dieser Platte wurde aus einem organischen Pigment und einem Farbstoff hergestellt. Der Farbstoff weist eine geringere Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung auf. Zu einem bestimmten Zeitpunkt verflüchtigt sich der Farbstoff und hinterlässt nur noch die Grundfarbe. Die richtige Mischung ist hier entscheidend. Außerdem verlangt die Temperatursensibilität einen besonderen Augenmerk. Wir haben hier zum Beispiel ein orangenes Material. Dieses Orange sollte bei 120 Grad über mehrere Stunden stabil sein. Das Testergebnis sieht sehr zufriedenstellend aus, ebenso nach 500 Stunden und sogar nach 1000 Stunden. Erst durch die Änderung der Testtemperatur auf 140 Grad kann eine Verfärbung ins Bräunliche festgestellt werden. Sie sehen, die Definition von Rahmenbedingungen bei der Auslegung der Farbgebung ist unabdingbar. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Das ist der definierte Farbton RAL 3000, eine Farbreferenz, nach der wir oft gefragt werden und die Farbe, die bei uns deshalb oft produziert wird. Das sind 8 Materialcodes, die wir mit einer gewissen Regelmäßigkeit produzieren. So sehen unsere Variationen des RAL 3000 Standards aus. Es sind gewisse Abweichungen im Farbton sichtbar, die damit zu tun haben, dass wir mit vielen verschiedenen Rezepturen und Komponenten der Compounds arbeiten. Wir sprechen nicht nur über eingefärbte, nicht faserverstärkte Polyamide. Über eingefärbte und mit Glasfasern verstärkte Polyamide sowie über deren flammgeschützte Varianten. Halogenhaltig und halogenfrei. Selbstschmierende glasfaserverstärkte Polyamide, aber auch über Compounds auf Basis anderer Polymere, wie hier zum Beispiel PBT oder Polycarbonat. Wir sehen 8 voneinander mal mehr, mal weniger abweichende Farben, die aufgrund der Zusammensetzung der Rezepturen zwangsläufig entstehen. Mit dieser Folie sind wir nun am Ende unserer heutigen Veranstaltung angekommen. Ich denke, wir haben Ihnen heute wieder eine Menge interessanter Dinge erzählt. Ich hoffe, Sie dann zum 4. und für dieses Jahr letzten Teil unserer Herbstwebinare wieder begrüßen zu dürfen. Sollten Sie Fragen zum Thema haben, können Sie gerne im Chatfenster mir zusenden. Diese beantworte ich dann gegebenenfalls auch gerne im Nachgang per E-Mail. Mitte Dezember werden wir uns dann dem Thema der flammgeschützten Compounds annehmen. Wenn Sie mich kontaktieren wollen, können Sie mir Fragen, Wünsche, Klärungen oder Rückmeldungen gerne übermitteln. Unser nächstes Webinar findet dann in 4 Wochen am 15. Dezember statt und wird nach aktueller Planung von einem meiner Kollegen präsentiert werden.
Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie gesund. Ich bedanke mich nochmals für Ihre Teilnahme und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Nachmittag.